der Region Hannover. Nach meiner Paketpackorgie bin ich dann am Montagmorgen aufgewacht und hatte fürchterliche Schmerzen im unteren Kreuzbereich. Ja, bei der Untersuchung stellte sich dann raus, der Ischiasnerv ist entzündet. Deshalb habe ich jetzt diese Woche so gut wie gar nichts getan. Aber als ich dann gestern zur Schule fahren wollte, habe ich festgestellt, dass der Supermarkt, an dem ich vorbeifuhr, der erweitert werden sollte und wo ich bereits davon gesprochen hatte, dass wir da eine Yamadori-Aktion oder eine Urban-Dori-Aktion machen werden, dass da bereits ein Radlader stand, dass die ersten Arbeiter dort angefangen waren zu arbeiten und man mich nicht informiert hat. Ich habe alles nochmal nachgeguckt, Handy, E-Mails, alles. Nein, ich kriegte keine Informationen darüber. Jetzt waren die also schon dabei. Es ging da um Cotoneasta. Ich hatte das ja vor ein paar Wochen schon mal angedeutet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre das möglich. Wir sind also angefangen, ohne mir Bescheid zu geben. In dem Moment war es halt so, wie immer, habe ich ja im Auto alles dabei, was ich brauche, für die Möglichkeiten, sag ich mal, irgendwas auszugraben oder sonst was. Und dann bin ich halt hin zu den Bauarbeitern, habe mein Auto ein bisschen weiter weg abgestellt, meinen Spaten, meine Schere und so weiter geholt und bin hin. Unter Schmerzen, allerdings auch schon hochdosierte Schmerzmittel. So, das hat dann aber wenigstens noch ein kleines Ergebnis gebracht, wenn auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und was das ist, das zeige ich jetzt. Glücklicherweise hatte ich, wie immer, auch Sphagnummoos drin, was übrigens eiskalt ist. Wobei, die Kälte hat sich wieder gelegt und ich zeige euch jetzt mal den Cotoneasta, den ich noch bergen konnte. Grundfuß ungefähr nach 5 cm Stammdicke, lange auslaufende Triebe, muss natürlich noch ein bisschen durchgearbeitet werden, aber das Wesentliche stelle ich mir einfach vor so, ist jetzt das Topfen vorzunehmen. Das Sphagnummoos, was hier drin ist, lässt nicht viel Wurzel übrig. Deshalb zeige ich euch gleich noch was anderes, was ich machen werde. Ich habe hier jetzt eine Schale, weil ich nichts anderes zur Verfügung hatte. Ich habe jetzt auch nicht mit der schnellen Bearbeitung gerechnet. So, eine Vorstellung kann man sich, glaube ich, machen jetzt. Ne? So, hier haben wir oben so ein paar ganz quergehende Wurzeln. Werden uns nicht weiterhelfen, werden uns gar nicht helfen. Dann habe ich hier eine Schale, ich sag mal einfach ein Notquartier, weil ich nichts anderes hatte, zur Verfügung hatte im Moment. Das ist von mir eigentlich eine gefürchtete Schale, wobei ich hier sagen muss, ich habe große Löcher reingegeben, kleine Löcher reingegeben, Draht gekreuzt und hoffe, dass meine Vorkehrungen jetzt auch wirklich weiterhelfen werden. So passt es gerade in die Schale, deshalb habe ich diese Schale genommen und ich habe nichts anderes zur Verfügung, wie gesagt. Alles andere wäre entweder zu groß oder zu klein gewesen oder nicht tief genug. Ich mache hier nochmal, nehme hier nochmal ein kleines Kürzen vor an den Wurzeln. Und dann topfe ich das Ganze. Aber das Topfen, ich denke, das mache ich im Schnelldurchlauf. Das ist sinnvoller. Und dann befassen wir uns hinterher mit den Ästen und was man dann tun sollte, um dieses Bäumchen überleben zu lassen. Ihr seht, das ist so dieser typische Habitus, wenn städtische Bedienstete
mit der Kettensäge solche, ja, wie nennt sich das, Bodendecker bearbeiten. Der Stamm aber fasziniert mich. Ich habe noch eine zweite Ausgabe dieser Art, der allerdings auch so wenig bestückt ist mit Wurzeln. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen aussortieren. Das heißt, erstmal kommt jetzt das Topfen im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns danach wieder. Thank you.
jetzt haben wir hier Nummer 1. Der größere, nicht unbedingt dickere, aber werdet ihr gleich sehen. Hier werde ich noch ein bisschen Max oben drauf geben. Naja, ein bisschen ist gut, eigentlich mehr als zwangsläufig nötig. Ein bisschen einarbeiten in die Oberfläche und natürlich nachher mit dem Angießen ein bisschen näher an die Wurzel bringen. Tragisch ist eigentlich, dass es so wenig Zeit zur Vorbereitung gab und dass damit erstmal die Schwierigkeiten überhaupt erst entstehen, und zwar die Schwierigkeit, den Baum durch den Winter zu kriegen. Nun habe ich mich aber dazu entschlossen, den auf dem Balkon zu halten oder beide auf dem Balkon zu halten, in eine große Styroporkiste zu packen und die Styroporkiste mit Laub zu füllen. Mit Laub, was einen sehr stark dämmenden Effekt hat und damit dann das Erfrieren oder das zu sehr Durchfrieren des Ballens verhindert. Wobei, von Ballen kann man natürlich noch gar nicht reden, aber es gibt den Wurzeln eine Chance, auszutreiben, selbst im Winter, denn wir haben jetzt heute zum Beispiel schon wieder 9 Grad plus. Der Frost hat sich verabschiedet, ist verschwunden und es hat auch schon wieder geregnet, was natürlich in dem Moment auch nicht schlecht war, dass der Cottoneaster vorher noch ordentlich Wasser gekriegt hat und sich ein bisschen tränken konnte, bevor ich das überhaupt spitz gekriegt habe, was lief. Okay, ihr seht, es ist ein kunterbunt durcheinander gewürfeltes Bäumchen. Es ist ein richtiger Einblick ist nicht möglich. Das heißt, wir öffnen den Baum jetzt erstmal mit der Entfernung einiger Zweige. Der ist sowieso schon tot, also war das schon mal gar kein Effekt. Damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Das entspringt zu tief und dann auch gleich noch 5-6 Zweige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 winzige Zweige. Etwas stärkere, dieser Wulst da unten, der kann weg. Den schneide ich raus, schön konkav, damit man die Wunde nachher gut versorgen kann und der Stamm ein bisschen besser sichtbar wird. So, dann haben wir hier ein langes Ende, was dauernd gegen jede Lampe, die ich hier brauche, stößt. Gegen alles, was ich hier aufgebaut habe, um das Video einigermaßen sichtbar zu machen. Hier haben wir einen Ast, der geht zurück am Stamm oder am Haupttrieb. Hier haben wir einen Ast, der begleitet den Haupttrieb parallel. Hier geht wieder einer zurück und einer stark nach unten. Den stark nach unten nehme ich erstmal raus. Der andere lässt sich sicher im Frühjahr noch drahten, die sind ja alle noch dünn. Sind ja jedes Jahr mit einer Kettensäge zurechtgeschnitten worden, ne? Das hatte ich ja schon erwähnt. Hier oben Optionen für Totholz. Das Holz ist bereits tot. Bietet ausnahmsweise mal nach dem Motto von My Bonsai & Koi von Holger Cottoneaster mit Totholz. Das hier meine ich. Das ist so ein, einmal der eigentliche Stammstumpf und dann 3 abzweigende Äste. So, hier kreuzt ein dicker Ast.
ein langer Ast den Stamm im Frühjahr hätte ich das noch eingesteckt, hier, als Stecklinge. Hat natürlich im Winter keinen Sinn. Hier muss ich einfach nur dafür sorgen, dass der Baum den Winter überlebt. Wie gesagt, Styroporkiste, Laub. So, alles was jetzt überkreuzt und zu viel Raum einnimmt, um da durchzugucken überhaupt, erstmal nehme ich da raus, was komplett zurückgeht am Stamm. Also einmal hin, der Stamm und zurück, der Ast, wollen wir nicht. Das aber auch nicht. So. Alles, was nun wirklich kreuz und quer läuft, nehme ich ihm trotzdem noch nicht. Ich mache jetzt noch ein paar Schnitte hier, wo es für mich einfach ein bisschen praktischer wird, den Baum zu handeln. Nehme ich noch ein paar Äste weg. Guck auf die Knospen, auf die Richtung der Knospen. Denn dahin geht natürlich der Austrieb im Frühjahr. So. So, jetzt haben wir hier noch einen Ast. Geht auch wieder komplett zurück. Was nur entstehen kann, wenn sowas bodennah wächst und eben auch stiefmütterlich geschnitten wird. Diese Schnittflächen sind grob, so wie es eine Kettensäge halt verursacht, bei so dünnen Ästen. Einige Äste lassen sich schön noch in Form drahten. Hier, hier, na, der wohl nicht mehr. Aber das entspringt noch ein feinerer Ast da unten raus. Das heißt, ich kann im Frühjahr dann hier, 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 hier kaskadenförmig drahten, damit der Innenraum ein bisschen frei bleibt, der Stamm besser zu sehen ist. Der ist flexibel, aber ich sehe jetzt im Moment keine Knospen. Naja, lass mal dran. Schauen wir mal. Hängt natürlich viel Zeug von dem ganzen Kram, der daneben wächst, auch noch mit drin. So, jetzt haben wir hier aber einen Stamm, der hier aus dem Hauptstamm rauswächst. Ein Stück zu mir, hier gibt es dann eine alte Schnittstelle und dann geht das Ding wieder dorthin und wieder hierher. Und alles ist typisch Cotroneaster noch biegbar. Das heißt, wenn ich jetzt gehabt hätte, hätte ich eine Schale nehmen können, einen Tiepot, um einzudrahten. Aber ihr habt ja schon gesehen, wir haben ja immer die Möglichkeit, bei solchen Kunststofftöpfen ein paar Löcher da hinein zu bohren und Draht zu spannen. Schnee, und nee, nicht Schnee, sondern das sind die Blüten vom Frühjahr. Nicht Schnee von gestern, sondern die Blüten vom Frühjahr. Das heißt, so lange warten wir jetzt. Wie sich der Baum verhält beim Austrieb, zeigen wir jetzt nochmal in der Gänze. Und dann holen wir uns die Nummer 2 mal eben auf den Tisch. Kurze Anmerkung noch. Das Ganze lässt sich natürlich auch so runterführen und hier ist ein Riss. Ob der Ast erhalten bleiben kann, das weiß ich nicht, deshalb will ich ihn jetzt auch nicht weiter drangsalieren, sondern werde bei der Wundversorgung das Ganze nochmal mit dem Draht verbinden. Hier. Und dann mal gucken, ob ich das mit der Wundversorgung verschließen kann, so dass der erstmal im nächsten Jahr durchtreiben kann.
Und das soll er auch. Ne? Also hier ist ein Riss drin, der ist mit Sicherheit verursacht von der Kettensäge und deshalb nicht so ganz schön. So, Nummer 2 ist natürlich ein bisschen leichter durchschaubar. Hier einmal haben wir einen Ast, der hat auf dem Boden gelegen. Das, was ihr daran seht, sind natürlich Wurzeln. Die sind so bodennah gewachsen, dass die auch an den Enden häufig Wurzeln haben, wie hier zum Beispiel. Aber das werde ich jetzt erstmal entfernen, damit das zu sehen ist, was ich erhalten möchte. Überall gehen hier so kleine Haarwurzeln raus. Auch das hier wird ein Kandidat für Totholz sein. Allerdings weiß ich noch nicht ganz genau wie. Das ist eine Frage dessen, was man sieht im Laufe der Zeit. Hier sind so, ja, ihr seht es vielleicht. Hier, dieser Ast kommt hier oben raus, geht runter und kommt dann in euren Blickwinkel nach vorne. Das ist eigentlich eine tolle Sache, wenn das so aussieht. Passt es nur ins Bonsai-Konzept? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dieser Ast hier hängt davon ab und ist schnurstracks gerade. Dem geben wir jetzt also nochmal eine Möglichkeit, an 4 Stellen auszutreiben und eine andere Richtung anzunehmen. Dann haben wir hier so ausgefranste Teile, die natürlich auch von der Kettensäge her stammen, die natürlich auch nicht weiter wachsen werden. Hier ist natürlich wieder so ein Rest, den man als Totholz verwenden kann. Ihr seht es hier vielleicht, er ist schon abgestorben. Ebenso diese Spitze hier oben. Und direkt darunter befindet sich Kallus. Und das ist dann wieder für diesen Ast, der aber parallel zum zweiten Stamm führt. Und parallel ist eigentlich nie gut. Den nehme ich dann raus, weil der wie ein Lineal gezogen ist, einmal eine ganze Weile und dann fast rechtwinklig abgeht. Also eigentlich nichts von dem, was wir uns so vorstellen eigentlich. So. Hier geht wieder einer parallel am zweiten Stamm zurück. Hier auch. Es verdichtet zu sehr den Einblick in den Baum. Hier haben wir jetzt etwas, was durchaus verwendbar ist. Im Frühjahr durchdrahten, hier ebenfalls. Hier auch. Aber wir haben hier einen kräftigen Sägeschnitt. So hart habe ich dich gar nicht in Erinnerung, Kottonerster. Bist aber wohl. Okay. Ja, ich würde sagen, das andere lässt sich alles irgendwie drahten und dann gucken wir mal, was man daraus machen kann. Eben Totholz, Totholz, drahten oder Totholz. Hier geht wieder einer direkt am Stamm zurück. Dann nehmen wir doch eine Knospe, die in die gegensätzliche Richtung zeigt und lassen die stehen für den weiteren Verlauf. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Wurzel am Ende dieses toten Stückes. Da gehe ich auf das lebende. Nee, da ist gar kein lebendes Holz. Das ist tot, das Ding. Und, aber kerzengerade, eignet sich auch nicht für Totholz. Nur ganz unten gibt es ein paar kleine Knospen, die hoffen lassen. So, dann schneiden wir sie darauf zurück. Hier aus den Achseln raus. Auch kleine Wurzeln.
Hier haben wir auch noch ein bisschen Erde drin. Kriegen wir das raus. Nehmen wir die Spitze von der Schere. Oh ja. Ja, musste alles sehr schnell gehen. Deshalb sehe ich manche Dinge jetzt erst. Ich war nämlich schon auf dem Weg zur Schule und musste in Kauf nehmen, dass ich zu spät komme. Nun war die Vorarbeit drumherum schon gelaufen, das heißt, es gab schon ein bisschen abgetragenen Boden und so weiter. Ich kam schneller an die Pflanzen ran, brauchte mich da nicht freikämpfen. Und deshalb habe ich dann doch noch ein bisschen was retten können. So, Freunde. So, hier haben wir die Nummer 2. Nummer 1 kommt auch nochmal auf den Tisch. Und das mache ich dann, ohne mich im Hintergrund zu sehen. Vielleicht auch ein bisschen zentraler. So, und ohne den Stuhl. Hier gibt es schon Kallus an diesem angebrochenen Ast. Deshalb unterstütze ich den jetzt einfach durch den Draht und schließe das Ganze, sodass da nicht noch zusätzlich mehr eindringt, in der Hoffnung, dass der wieder richtig zusammenwächst. Er wird dann auch entsprechend mehr Kallus bilden und dicker werden. Das stört mich aber bei der Wuchsform eines Cotonniers dann nicht. Dafür mache ich jetzt aber auch die Abschlüsse des Astes zu, damit der nicht zusätzlich noch Nahrung verliert oder Energie verliert. Und ein paar Kleinigkeiten jetzt noch. Es sind nämlich immer noch ein paar Äste, die völlig irrsinnig wachsen, was hier ganz normal ist für so einen Bodenlecker, in Anführungszeichen. Und noch nichts mit einer Gestaltung oder sowas zu tun hat. Aber man kann ihn besser auf den Weg bringen, wenn man ihn schon mal hier stehen hat. So. Natürlich sind das auch lange Äste hier, die nicht unbedingt so lang bleiben müssen. Können schon, müssen nicht. Und man kann das Ganze besser handeln. Sprich, für den Winter einpacken, etc. Alles das, was die Arbeit dann im Anschluss daran noch ein bisschen, ja, verringert. So,
Was ist das denn? Der Deckel ist auf. Das will ich aber gar nicht haben. Okay. Hier also nochmal. Der erste Cotoneaster. Etwas näher dran, etwas genauer zu sehen. Ihr seht, oh, seht ihr? Am Stamm selbst habe ich noch was vergessen. Jawohl. So. Das dürfte die Wunde besser verheilen lassen. Und jetzt heißt es einfach abwarten, wie übersteht der Winter und was machen wir dann daraus? Es ist ja so, Holger von My Bonsor & Coy, der spricht ja immer gerne von Totholz. Totholz ist schön und gut. Totholz ist bei Laubbäumen, auch bei solchen Dingen, auch immer grün, schwierig, weil sich Pilze und so weiter in das Totholz einfressen, aber dann auch den gesamten Stamm schädigen. Die Entscheidung hat Zeit. Dieses Stück hier ist tot. Und da muss ich halt mal gucken, ob ich ja das vielleicht doch ganz entferne oder mit Holzhärter und Jenmittel bearbeite. Aber sicherlich nicht mehr jetzt. Jetzt muss er erstmal ruhen und so langsam ankommen, wo ich ihn jetzt hingestellt habe. Aber ich würde sagen, immerhin noch besser als auf der Schutthalde, die der Bagger zurückgelassen hat dort. Okay, Freunde. Für mich war es das wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, man sieht sich bald. Ciao.